Axwell und Ingrosso. Dreamer hier auf Radio Gong, das Ganze live aus Würzburg. Ihr seid hier bei der Late Night Show und ich habe wieder einen Gast da. Kanli ist hier bei mir. Servus, hi, schön, dass du Servus. Da bist. Hi. Geht's dir gut? Läuft super, alles okay? Ja, komm ein bisschen näher ans Mikro, damit man dich auch gescheit hört. Alles cool. Du bist musikalisch wieder unterwegs. Du bist ja ein Hip-Hopper quasi, ein Rapper. Das heißt, du hast jetzt auch wieder ein bisschen was Neues zusammengebastelt. Wie läuft's aktuell da? Ja, ich bin gerade dabei, ein neues Album zu recorden. Hab jetzt einen Song aufgenommen vor 3-4 Tagen, hab den jetzt online gestellt. Und schau halt jetzt mal, wie die Resonanz so ist, und wollte damit eigentlich so den neuen Style so ein bisschen anteasern. Oh, der neue Style. Was ist der neue Style? Wie kann man dein neuer Style oder grundsätzlich? Ich habe jetzt ein bisschen was ausprobiert im Studio, gerade auch mit Autotune. Und von der Qualität her, das alles ein bisschen besser abmischen, ein bisschen besser mixen. Und ja, alles ein bisschen moderner einfach. Ein bisschen moderner und bessere Rhymes, besserer Flow, bessere Technik. Man will sich ja auch immer verbessern, ne? Also ich meine, wie ist es, wenn du jetzt einen Track machst und du hörst es dann an, sagen wir mal ein Jahr später, 2 Jahre später, sagst, oh, das hätte ich alles viel besser machen können? Oder gibt es Tracks, wo du sagst, boah, das war eigentlich schon trotzdem cool? Immer eigentlich. Also wenn ich Songs rausbringe, ich kann mir jetzt zum Beispiel die Mucke vor 5 Jahren, kann ich mir gar nicht mehr geben. Ich denke mir immer, Alter, was ist das für eine Scheiße? So, ich lasse es halt einfach online so, aber ich kann es mir nicht mehr geben. Also für dich selber wäre es nicht mehr diskutabel. Nee, schon zu oft gehört, ey, da Fehler gemacht, da Fehler gemacht. So. Ja, aber man lernt daraus. Also wie lange machst du das schon musikmäßig? Wie lange, also so richtig so, dass du sagst, ich bringe Tracks raus mit allem? Also angefangen habe ich mit einem alten Headset von meiner Mom mit 15, 14 irgendeine Scheiße in meinen PC geschrien so, auf irgendwelche Lil Wayne Beats, und dann jetzt so richtig Studio, mal ein Video drehen, würde ich sagen jetzt so 5 Jahre, 4 Jahre, 2014 so, da habe ich mein erstes Album gemacht, habe das alles independent hochgezogen und in Vertrieb gegeben und Videos gedreht, die gut waren. Ja, hab's versucht, independent. Also ich würde sagen, seit diesem Album versuche ich das alles schon ein bisschen professioneller hochzuziehen. Ja, das ist auch eine schwierige Sache. Ich meine, mit Studio, mit Aufnehmen, mit Machen ist auch wahnsinnig zeitintensiv. Actionfilme, ja, auf jeden Fall. Du musst die ganze Zeit dahinter sein, dann passt da irgendwas nicht, dann bounce es raus, dann musst du es nochmal machen, wenn du es dann nochmal im Endversion anhörst und es passt nicht. Dann, ich habe das jetzt bei dem neuen Song auch gehabt. Ich war im Studio, ich habe aufgenommen. Und dann waren wir eigentlich soweit fertig und ich habe es mir eigentlich gar nicht mehr so wirklich angehört, habe gesagt, okay, ich ziehe mir das jetzt aufs Handy und höre es noch draußen mit In-Ears, also mit Kopfhörern. Und dann war ich draußen und dann hat sich das so dermaßen scheiße angehört, dass ich dann nochmal gesagt habe, ey, ich muss jetzt nochmal zurück und muss dann nochmal irgendwie 3 Stunden dran sitzen, Alter, weil so kann ich das nicht, geht nicht. Das heißt, so ein Track, wie lange kann so ein Track dann dauern? Ja, muss es fühlen so, aber in dem Fall haben wir mitschreiben und diesem ganzen Ding schon 2 Tage intensiv dran gesessen. Und dann, wie gesagt, hört man es nochmal, dann geht man nochmal ein paar Stunden rein und macht und tut den hin und her. Und die Idee von so einem Track? Kleinigkeiten, ja. Ja, und die Idee von so einem Track, wie entsteht dann die bei dir? Ist das immer was du erlebst oder was du dir denkst oder Erfahrungen? Sag ich mal so, man nimmt die Erlebnisse im Leben und modelliert sie eigentlich um, dass sie so auf den Beat passen und so erzählt werden, dass die Leute, die dann eigentlich im realen Leben damit zu tun hatten, nicht so wirklich direkt davon betroffen sind, weil man die ja auch nicht so in irgendwie was reinziehen will. Ist richtig, also das heißt, man erkennt sich wieder, aber es erkennt keiner, wer es ist. Ja. Halt, ist die Kunst dabei dann quasi. Jemanden, ne, auch bloßzustellen, der vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen möchte, wie der Song halt Wellen schlägt, je nachdem. Ihr habt ja auch damals, du hast zusammen mit John Coffey was gemacht, das war eine richtig coole Geschichte, Play, ihr habt da ein Video gedreht, auch im Kickerstadion, also in der Flyer-Alarm-Arena, war eine coole Geschichte, das war rund um den Aufstieg in die 2. Liga, ne? Wie war denn das, erzähl. Ja, ich hab ich hatte ein Videodreh eigentlich fürs Album, Air Force Air Max Erich, wollte ich ein gutes, richtiges, professionelles Video machen und wollte dann eigentlich zu einem anderen Song ein Video drehen und dann, war die ganze Zeit im Studio mit Packoff, Gruß an Packoff, der das Album eigentlich ganz gut produziert. Habe ich gesehen, dass Kickers um den Aufstieg mitspielt und dann habe ich halt mal jemanden angerufen aus dem Vorstand und habe mir halt so gedacht, Kickers feiert gerade eine Party so, ohne mich. Und dann musste ich da irgendwie auch rein und irgendwas machen so. Also ich wollte jetzt nicht in der Menschenmenge saufen, sondern also mein Ding, das cool zu finden, war halt dann einfach, dass ich mit allem, was ich habe,
in dieses Stadion gehe und da einfach in Ruhe ein schönes Musikvideo mache. Und das ist richtig cool geworden, ja. Also dieses Musikvideo im Stadion mit seid ihr drin, im leeren Stadion, aber direkt kurz nach dem Hinspiel gegen Duisburg war das. Ja. Das heißt, da sieht man noch die Reste quasi da drin im Stadion. Und da gebt ihr dann quasi dann euer Song zum Besten. Ja, ich find's schön, dass ich den, also ich habe den Müll des Hinspiels gegen Duisburg im Video und ich finde, das ist halt ein Video, ich kann mir das in 30 Jahren angucken und werde noch immer an diesen Moment denken. Ich glaube, das Stadion wird dann auch gar nicht mehr existieren. Das kann sein, ja. Also ich habe jetzt, sagen wir, ein Video gedreht, wo Kickers an dem höchsten Punkt, sportlichen Punkt, kurz vor dem größten, hohen sportlichen Punkt stand. Das stimmt. Wir können mal reinhören. Das ist die Nummer. Kahnli und John Coffey Play hier auf Radio Gong. Das Ganze live aus Würzburg. Okay. Auf Play. Okay. Ich will das schaffen und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Die anderen paffen Blatt, ich acker und ich packe es an. Ich hab Vertrauen in mich, auch wenn die Aussicht traurig ist. Glaub an mich und schau nach vorn, auch wenn das Leben grausam ist. Auch wenn sie uns bekriegen und uns unser Mund verbieten und wir scheinbar unterliegen, sie können uns nicht unterkriegen. Mein Verstand und auch mein Herz ist noch nicht eingeknickt, weil mein Glaube einfach stärker als ihr Zweifel ist. Auch wenn ich damals noch keine Motivation hatte, werde ich das Beste aus jeder Situation machen. Ich hab begriffen, dass eine gewisse Disziplin unabdingbar ist, sonst werd ich nicht zum Kommen, nicht ans Ziel. Ich steh zu meiner Entscheidung und reiß mir meine Hinterteil weiter auf, bleib fleißig und steiger dann meine Leistung. Hol mir Eifer und bleib weiter fokussiert, weil ich mich weiter motiviere. Also Glück auf Play. Ich bin irgendwann gerne, gehe mit selbstbetroffenen Herzen. Okay, nimm das Leben mit einem Lächeln, bleib durch ein Prall in meinem Fressen. Ich bin irgendwann gerne, gehe mit selbstbetroffenen Herzen. Okay, nimm das Leben mit einem Lächeln. In den Chucks in der Nacht auf dem Dach. Meine Stimme, der Bass, jede Line ist im Takt. Ich seh den Neid in dir, du hatest ohne Grund. Halt doch einfach deine Fresse, yo, gib dir meine Kunst. Ich will euch nicht gefallen oder etwas aufzwingen. War so ein Traumding, mit CD rausbringen. Wir sind so verschieden, schau dir diese Welt an. Wir machen alles selber, du hast reiche Eltern. Entweder Rap oder ein Leben in der Zelle. Pack auf produziert, Katsu macht jetzt Welle. Ich schreibe Zeilen und ich will nur, dass der Vers passt. Ich bin cool zu dir, wenn du ein gutes Herz hast. Und meine Feinde werden nebenbei gefickt. Merk dir eins, ich mach das nicht für dich. Auch wenn's nervt, Mann, ich liebe dieses Leben. Menschen, die ich liebe und die Liebe, die sie geben. Sehr groovige Nummer. Ja. Ich werde irgendwann Legende mit 26 in die Rente. Ja. Nicht ganz geschafft, oder? Ich bin 25 noch. Siehst du, hast noch Zeit. Schon. Das ist mit Absicht so gemacht. Und das war, ja, werde zur Legende. Kickers natürlich war auch eine schöne Sache. Und ja. Aber an diesem Song zu arbeiten, hast du ja mir erzählt vorhin, dass das auch schon eine harte Arbeit war. Also da ja. Habt ihr schon wirklich gebuckelt. Ja, wir saßen in einer Einzimmerwohnung mit richtigen Kack-Equipment eigentlich und haben dann so Ewigkeiten an diesen ganzen Scheiß da rumgeklickt und das alles in die richtige, mit den Equalizern und mit den Einstellungen und so, obwohl wir das, also wir haben das Maximum aus einem Sound geholt, aus dem du eigentlich nur Scheiße produzieren hättest können und das war eigentlich ganz krass, dadurch, dass wir das Video da halt dann mit dem, also das Video steht gar nicht in der Relation zu dem Song. Das Video ist dann mit Stadion Level. Und Drohnen und was weiß ich alles. Es war schon ist richtig geil. Ja, richtig Star Wars. Also reingehen, da fliegen Sachen durch die Gegend. Ja, geil, das ist richtig geil. Ist richtig ich glaube, cool. Kein Mensch hat bis jetzt so eine Aufnahme bekommen von dem Flutlicht aus dieser Perspektive. Ja.
Beispiel. Sehr groovy, sehr schön. Und mit du hast ja da, wie gesagt, mit John Coffey zusammengearbeitet, aber mit wem arbeitest du sonst zusammen? Gibt es so ein paar, mit denen du hier zu tun hast in Würzburg von den ganzen Hip-Hopern, von den Rappern? Also in Würzburg so momentan, Ramin ist einer, mit dem ich am Projekten arbeite. Der auch hier mit war, mit dem ich ne? mich auch wieder, ja. immer wieder austausche. Genau. Der auch hier war und natürlich alles zerlegt hat. In der Radiogong. In der Late Night Show, ja. Genau, in der Rap Session. Ja, der wird auf jeden Fall noch einiges machen, so ich glaube dran. Ich habe jetzt ein paar Sachen von ihm gehört, auch neue Sachen. Ich denke halt, dass er 2018 auf jeden Fall den einen oder anderen richtig krassen Song rausbringen wird. Dann, ja, sonst bin ich in Würzburg eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so krass vernetzt. Es gibt den einen oder anderen, mit dem ich noch zusammenarbeite, was Beats betrifft. Rapper-mäßig versuche ich gerade auch ein bisschen meinen Solo-Scheiß zu machen, das alles ein bisschen selber hinzukriegen. Ich dezent möchte ich nur featuren auf dem nächsten Album, sagen wir es mal so. Also dass du die Hauptperson schon bist und nur ab und zu mal ein paar Features dabei hast. Wenn ich dann feature, dann möchte ich auch richtige Bretter machen. So, dann arbeite ich lieber mit einem Rapper intensiv an einem Song, der dann richtig krass wird, anstatt mit 1000 Rappern an 1000 Songs, die dann irgendwie alle so Larifari werden. Das stimmt, ja. Andere Arbeitsweisen eigentlich. Braucht halt seine Zeit, aber dafür ist die Qualität dann besser. Schon. So. Also von sehr gut, gleich mehr mit Kanli hier auf Radio Gong. Wir hören auch nachher noch seinen aktuellen neuesten Track. Hier ist erstmal Lost Frequencies und Sonderling Crazy auf Radio Gong bei der Late Night Show. Love heading your way. George Ezra, die neue Paradise hier auf Radio Gong bei der Late Night Show an diesem Montagabend. Kanli bei mir, Rapper, Hip-Hopper und hat auch was Neues am Start. Wir haben ja gerade vorhin gehört, ein Song, den du Play heißt der Song, den hast du auch, habt ihr im Kickers-Stadion gedreht. Und Kickers hast du ja auch eine besondere Verbindung zu, hast du mir gerade erzählt, weil du selber auch gekickt hast dort. Ja, sowieso. Also ich war in der, was war das, 15, U17, U19. Und dann später noch in der dritten Mannschaft. War eigentlich ganz cool, war eine geile Zeit, so hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe Kickers gelebt in dieser Zeit und bin halt dann fußballmäßig nicht mehr so wirklich dran geblieben. Keine Ahnung, vielleicht bin ich zu faul. Aber das war dann mein Beitrag dazu, einfach das irgendwie wieder zurückzugeben. War eine geile Zeit, ich war stolz auf den Verein, dass er es so weit geschafft hat. Und wie war es für dich dann der Aufstieg? Wie hast du das so als ehemaliger Jugendspieler bei den Kickers, wie hast du das mitbekommen? Ich war emotional eigentlich schon sehr, sehr angetan, weil ich allein Kickers bei FIFA nehmen konnte ab jetzt. Und war wie in so einem Film einfach. Auch gerade für mich war das dann noch besonders, dass ich so ein krasses Video drin gedreht habe. Zu dem Zeitpunkt, in dem Kickers aufsteigt. Und ja. Also ich werde es auf jeden Fall nicht vergessen. Für mich war es ein sehr emotionaler Moment. Denke ich mir, ja. Und dann plötzlich Kickers im FIFA nehmen können. Das ist ja, geiler geht's ja kaum. Also nicht zusammenbauen müssen selber, sondern tatsächlich, die sind da drin. Die konzentrieren sich im Real Life auf die zweite Liga oder auf die dritte. Und du kannst die halt in die Champions League ballern. Im Karrieremodus, weißt du? DFB-Pokalsieger werden. Und geil, ja. Neymar kaufen für 422 Millionen. Okay. Ja, dafür ist FIFA da. Das ist richtig geil. Da kenne ich viele, die ja auch dann mit den Kickers Manager-Fantasien austoben. Richtig, dass viele, viele Geld ausgegeben haben. Und musikalisch, was steht in diesem Jahr noch so an? Was hast du sonst für Pläne? Wir hören ja auch gleich noch deine aktuelle Single quasi. Ja, ich arbeite jetzt an einem Album. Ich habe schon zwei Songs fertig. Hab noch Beats von, ich glaube 8, 9 Beats habe ich jetzt noch rumfliegen, die jetzt demnächst verwertet werden. Wird viel geschrieben gerade, habe auch noch viel Texte, die ich jetzt verwerten muss, die schon geschrieben wurden. Ja, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall ein Album bringen. Ich habe ein Buch geschrieben, arbeite da noch so an so einem kleinen Filmprojekt dazu und schaue halt, dass es schon eine gewisse Dimension annehmen kann. Also Album kommt definitiv 2018. Also extrem kreativ quasi die Phase momentan bei dir. Es sind viel, viel in deinem Kopf, das einfach raus muss, also zu Papier quasi und zur Musik.
Ja, ich denke mal, wenn man coole Ideen hat, dann sollte man damit auch nicht sparen oder halt beziehungsweise die auch nicht zu lange zurückhalten. Es gibt Ideen, die musst du länger zurückhalten, aber es gibt Dinge, die musst du einfach sofort machen. Du musst es ja nicht gleich releasen. Aber wenn mich irgendwas packt, so, dann hätte ich schon gerne ein Studio in der Nähe, damit ich da schnell reingehen kann und das machen kann. Aber es kann auch mal sein, dass mich dann einen Monat lang, dass ich gar keinen Bock habe, irgendwie aufzunehmen. Aber wenn es dann kommt, dann mache ich einen anständigen Song. Also das nächste, was ich jetzt mache, ist ein Video drehen. Ich drehe jetzt zu dem Song Bella, also zu der neuen Single, drehe ich jetzt ein Video demnächst. Hab da jetzt schon alles klar gemacht und dann wird das jetzt so erstmal das Zugpferd oder der Teaser, wie gesagt, für das neue Album, vom Style her, vom Look her, vom Videolook her. Dann schauen wir mal, was damit geht. Dann würde ich mal sagen, Bella, ja, hier bei uns auf Radio Gong, live aus Würzburg. Kanli! 2018. Oh Bella, Bella, Bella. Oh Bella, Bella, Bella. Yeah, yeah. Oh Bella, Bella, Bella. Guck mal, ich mach lediglich mein Hobby. Doch ich hab Probleme wie ein Promi. Ich geb euch jetzt die perfekte Story. Und pass auf meinen Homies in der Lobby. Und ich bin wieder free, wie meine Nikes. Fick euer Spiel, wird langsam Zeit. Ich will wieder viel, fick euer Neid. Denn ich hab ein Ziel und bin bereit. Fick die Stichelei und den Promo-Scheiß. Fick ein Kredit, wenn ein Polo reicht. Kick voller Wut gegen Novo Lines. Und fick den Text, den du Vogel schreibst. Sie wollen Fame und ein bisschen Hype. Du Bitch kriegst Aufmerksamkeit, wenn ich dich zerreiß. Wie ich Rap Fire, Age of Empire. King Kong, Ding Dong, fuck fake friends, Alter. Oh Bella, Bella, Bella. Es tut mir leid, aber das hier ist kein Liebeslied. Oh Bella, Bella, Bella. Weil ich glaub, dass ich für dich schon zu viele schrieb. Oh Bella, Bella, Bella. Jeder Beef von dir fördert meinen Haftschaden. Oh Bella, Bella, Bella. Doch in 8 Jahren sind auf meinem Konto auch zu gar. Ich hab bis eine Einzimmerwohnung in die Backspin geschafft, also erklär mir nichts von Rap-Shit, du Spaß. Ich regel mein Scheiß, fick das Stück vom Kuchen. Die ganze Bäckerei, ihr seid gefickt wie Huren. Cops sagen so-so und wollen observieren. Fick das Resozialisieren, denn ich bin am Konsumieren. Cops machen Drogentest, weil ich über Drogen rap. Gerne ne Millionen hab und sag, dass ich nach oben step. Eine Dosis Pep, Rolle ein Schein. Ich hatte einen Traum, mein Album auf der 1. Video bei Viva, Knast, ich komm nie wieder. Ich will viel lieber, ein Blowjob von Dua Lipa. La Vida Loca, der Nacken wird massiert. Lebenslow voller Lücken, denn ich war inhaftiert, ey. Sie wollten mich zum Aufgeben bringen, doch merkten nicht, dass es mich zum Drauflegen zwingt. Rockstar, Träume waren riesengroß. War am Deal und broke, hatte nur einen miesen Flow. Mecker über Rapper, denn ich hasse, was sie tun. Und trag dabei ein Hoodie, Digga, passend zu den Schuhen. Und mein Junge fragt sich, was Papa so macht. Guck mal, Papa macht Business und kein Papa la Papp. Papa macht und macht, bis er was schafft. Und die ganzen anderen Rapper sind die Stricher der Stadt, ey. Oh Bella, Bella, Bella. Es tut mir leid, aber das hier ist kein Liebeslied. Oh Bella, Bella, Bella. Weil ich glaub, dass ich für dich schon zu viele schrieb. Bella, Bella, Bella. Jeder Brief von dir fördert meinen Haftschaden. Oh Bella, Bella, Bella. Doch in 8 Jahren sind auf meinem Konto Auszug 8 Zahlen. Oh Bella. Die aktuelle Nummer, die neue Nummer, Rockstar Independent ist dein Label quasi, ja. Da kommen die Songs raus. Wie arbeiten da auch andere bei dir mit oder sonst was? Also wie läuft das da mit dem Label? Im Moment habe ich einen Studiopartner in München, bei dem ich jetzt, mit dem ich jetzt zusammen Musik produziere. Und das ist jetzt der neue, also ich habe mich ein bisschen umorientieren müssen in so ein paar Geschichten und habe jetzt ein neues Studio. Und da habe ich jetzt den neuen Stuff produziert ein bisschen.
habe mich da ein bisschen ausgetobt und jetzt gehe ich halt da nochmal rein. Und in Würzburg gibt es noch den einen oder anderen, mit dem ich arbeiten möchte, mit dem ich auch arbeiten werde, aber alles zu seiner Zeit. Also wenn das Album dann da ist, dann kann man sagen, wer da alles drauf ist. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass das auch funktioniert, quasi auch von der Zeit her, dass es passt, weil wie gesagt, man kann auch schon mal lang an so einem Track hängen, wenn halt... Ja. Das war jetzt mit Christo, ich habe jetzt einen neuen Song gemacht mit Christo für seinen Channel, Kasper der Hustler auf YouTube. Und da war das so, ich bin zu ihm gekommen, wir haben uns kurz unterhalten, dann haben wir schon relativ schnell einen Beat gepickt und dann hatten wir einen Tag später den Song fertig. So kann es auch, so auch gehen. Ja, einfach treffen, cool, was machst du, rappen, okay, komm, hier hast du ein Beat, rap irgendeinen Scheiß drauf, was musst du coole Hook machen und ab ins Internet drauf geschissen. Ja, klar, und das ist so, also du bist ja auch im Instagram quasi, hast einen Channel. Instagram Model bin ich jetzt. Genau, wie, genau, bist du. Sehr gut. Wie heißt dein Instagram Name, damit die Leute dich auch finden? Kandikatsu. Und YouTube Channel hast du auch. Rockstar Independent auf YouTube, ja. Rockstar Independent auf YouTube. R-O-X-X Star, Leerzeichen Independent. Genau, und ihr findet das natürlich auch spätestens morgen, wird es online sein, auch der quasi dieses Interview. Das heißt, das und alle Links dazu natürlich als Podcast und dann findet ihr natürlich alles bei uns in der Late Night Show. Streaming. Ja, könnt ihr nochmal streamen, könnt ihr euch runterladen, könnt das entsprechend machen. Und wir hoffen natürlich viel von dir noch zu hören. Danke, dass du da warst, war eine sehr coole Geschichte. Ja, ich danke dir. Ja, und wir hoffen, dass du uns dann noch mit mehr Musik fütterst und Kandi. Wie gesagt, schau, dass das funktioniert mit dem Album, dass es bald da ist. Aber wie gesagt, lass dir so die Zeit, dass es für dich passt. Auf jeden Fall. Ich mach's ganz gechillt und wenn dann... Du machst ja auch alles. Du machst ja noch ein Buch nebenbei und dann auch noch Videodrehs und so weiter und so fort. Ja. Also deine Agenda ist voll. Nächstes erstmal Video jetzt, ja. Und danach schauen wir, was die nächsten Steps sind. Alles auf YouTube dann zu sehen, wie gesagt, bei uns, Internet, radiogong.com, vorbeisurfen, unter Programm findet ihr die Gong Late Night Show und da habt ihr dann den Link zu allem. Gruß, du willst noch ein paar Grüße loswerden, glaube ich? Ja, Gruß geht raus an alle, die mich kennen. Also ich grüße jetzt erstmal Christo, ich grüße Marco, ich grüße Shorty, ich grüße Ramin, ich grüße meine Familie, ich grüße alle, die mich kennen. Ich weiß nicht, wenn ich irgendjemanden vergessen habe, sorry, aber du bist auch gegrüßt. Und ich grüße Nico auf jeden Fall. Perfekt. Der Bella gemacht hat. Ah, sehr cool. Der Producer von Bella, ja. Ja. Yeah. Ja, gut geworden. Also schön gemacht auf jeden Fall. Bist du jetzt immer noch zufrieden mit dem Song? Autotune ist so, ich habe da auch ein bisschen Jägermeister getrunken. Autotune ist halt so eine Sache, da kannst du dich einfach reinstellen, sag mal Autotune an, da kannst du einfach so abspaßen und es klingt cool so. Deswegen war jetzt nicht geplant. Endlich sagt mal einer, wie es ist. Ja, ist aber geil, ne? Das ist eine coole Sache. Das machen ja viele so heutzutage und das ist eine schöne Spaß, Sache. Spaß, ist halt einfach, hat Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Fühlt sich halt wie Pietro Lombardi. Ein kurzer Moment. Sensationell. Also, danke, dass du da warst, Kandi, und wünsche dir selbstverständlich viel, viel Erfolg. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Und bis demnächst hier bei der Late Night Show und das ist AJR mit Week. No, thank you.